Hallo zu einem neuen Video. Heute will ich mit euch so ein bisschen über die Belohnung vom Hund sprechen, weil ich mich da bei Bruno auch extrem durchprobieren musste, weil der nicht so ein typischer Labby ist und Futter für den so eine Nonplusultra-Belohnung ist. Wenn du also auch einen Hund haben solltest, der draußen kein Futter haben will oder das nicht so richtig toll findet, oder du weitere Anregungen haben willst, wie du deinen Hund besser belohnen kannst, dann bleib unbedingt dran. Das ist natürlich die Begriffsdefinition. Und zwar ist eine Belohnung das, was der zu Belohnende, also der Hund, als Belohnung empfindet und nicht das, was der Belohnende, also wir Menschen, denken, was eine adäquate Belohnung sein sollte. Das heißt, wenn ein Hund draußen kein Futter nimmt oder du ihn streicheln willst und er so zurückweicht, dann ist das natürlich auch keine Belohnung. Da solltest du dir dann schon was Neues überlegen. Und was für deinen Hund eine adäquate Belohnung ist, das hängt natürlich von deinem Hund ab. Da musst du dich einfach so ein bisschen durchprobieren und deswegen gebe ich dir in diesem Video eine ganz lange Liste von Belohnungsmöglichkeiten und Ideen. Und dann kannst du dir deine eigene Belohnungsliste machen und immer mal wieder drauf schauen. Die offensichtlichste Belohnung ist natürlich Futter. Und da habe ich euch immer gesagt, ihr könnt gerne eine Portion eurer Tagesration abzwacken von eurem Trockenfutter und das unterwegs benutzen. Davon weiche ich mittlerweile ab. Also Bruno interessiert sein Trockenfutter draußen auch nicht. Jimmy war da so ein Sonderfall, aber der hätte wahrscheinlich auch Pappe draußen total interessant gefunden. Ihr könnt das Futter natürlich aus der Hand geben, so der Klassiker. Oder, und das findet Bruno mega geil, ihr lasst es einfach mal fliegen, anstatt es aus der Hand zu geben. Viel spannender für den Hund. Der kann hinterherhetzen, er kann suchen, er schnüffeln. Machen wir das doch gleich mal. Bruno, komm her, Freddy. Guck mal ab. Klasse, jetzt such. Und was gibt Schöneres für einen Hund suchen zu können, dem Leckerli hinterherhetzen zu können? Na komm! Jawohl, gucke! Und hepp! Super! Das Klausi ist okay. Der Klausi findet es auch mega geil. Du bist so super, ne? Ihr könnt euch natürlich noch so ein bisschen durchprobieren, welche Leckerlis oder welches Futter euer Hund super spannend findet. Bei Bruno ist es auf jeden Fall Käse, so Fleischsticks und kleingeschnittene Wurst. Da könnt ihr selbst mal ausprobieren, was euer Hund da richtig, richtig toll findet und worauf er richtig abfährt. Und was super spannend für den Hund ist, wenn ihr nicht immer das gleiche Leckerli mit dabei habt, dann ist es immer eine Überraschung. Oh, was hat sie denn heute mit dabei? Und ganz klar, der Vorteil bei der Gabe des Leckerlis gerade aus der Hand ist, dass der Hund in bestimmten Situationen nicht hochputscht. In die zweite Kategorie würde ich mal Belohnungen machen, die in Interaktion mit euch passieren. Das lieben auch super viele Hunde. Das könnte zum Beispiel ein Zerrspiel sein oder ihr rennt mit eurem Hund einfach mal wie wild drauf los, wenn ihr irgendwas richtig toll gemacht habt. Ihr könnt ein Fangspiel machen als Belohnung. Andere Hunde mögen es, wenn sie eine kleine Massage bekommen, so am Nacken durchkraulen oder einfach nur eine kleine Streicheleinheit. Da muss ich sagen, das ist so mit Brunos Favorit. Gerade beim Rückruf findet Bruno das mega toll. Der kuschelt sich dann richtig an und wedelt die ganze Zeit und kann es so richtig genießen. Und ihr bringt euren Hund natürlich auch zur Ruhe durch solche Streicheleinheiten. Und willst du auch verknuddelt werden? Wie will das auch sein? Der möchte nicht, der geht ja dann weg, ne? Bruno kuschelt sich echt richtig an, wenn eure Hunde das machen, dann ist Streicheln auf jeden Fall eine gute Belohnung. Dann bei Klausi ist es draußen nicht streicheln, sondern echt ihn zu loben. Einfach zu sagen, hey, du bist ein Feiner, das machst du gerade ganz toll. Dann strahlt er dich an und wedelt. So unterschiedlich sind die Hunde, ne? Das ist echt interessant. Und na klar, ihr könnt natürlich auch einen Ball schmeißen oder eurem Hund einfach nur das Spielzeug zum Tragen im Mund geben. Das mag ja Bruno mit seinem Lieblingsball. Also ihr seht, guckt mal, was ihr mit eurem Hund zusammen machen könnt und benutzt das doch einfach mal als Alternative für ein Leckerli, was ihr aus der Hand gebt. Viel spannender, viel effektiver und ich glaube auch eine bessere Belohnung für den Hund. Übrigens, vergesst nicht, euch auch mal zu belohnen, zum Beispiel mit einer Icarus-Dudelleine aus unserem Shop oder mit so einem süßen Halstuch. Die sind nämlich jetzt auch neu bei uns. In verschiedenen Farben. Schaut unbedingt mal vorbei. Das ist hier keine Belohnung, ne? Klausi, so gibt's keine Belohnung. Interessiert ihn ja, nicht. Ja, der belohnt sich selber. Einfach. Du belohnst dich selber. Bruno, machst du Platz? Sitz?
rein und buddel. Dann will er immer nicht mehr. Ab Baby. Ja. Wollen wir weitergehen? Na dann los. Na komm zu uns. Und dann habe ich noch eine Kategorie für euch, die dürft ihr wirklich nicht unterschätzen. Und zwar nenne ich die mal Interaktion mit der Umgebung. Bruno hat zum Beispiel hier so ein paar Stellen, hier am Rand ist ein Bach, da geht er super gerne rein und das nutze ich, um ein paar Übungen mit ihm zu machen, bevor er das darf. Das heißt, wir gehen hier mal 5 Minuten bei Fuß und dann darf er als Belohnung unten in den Tümpel und sich so richtig einsauen. Wenn euer Hund zum Beispiel artig an der Leine gelaufen ist, könnt ihr ihn noch einfach mal losmachen und laufen lassen. Schnüffeln könnte auch noch eine tolle Belohnung sein, wenn ihr wisst, oh, da ist gerade eine spannende Stelle, wo der Hund unbedingt hin will, übt vorher irgendwas. Und wenn er das gut macht, ist die Belohnung, okay, jetzt darfst du hier schnüffeln. Oder bei Bruno, hier darfst du buddeln. Das findet er nämlich richtig toll. Oder als Belohnung für ruhig sein, zum Beispiel auch zum anderen Hund zu dürfen. Natürlich ist nicht jede dieser Belohnungen in jeder Situation wirklich angemessen. Also wenn ich mit Bruno irgendwelche Ruheübungen mache, dann schmeiße ich natürlich nicht als Belohnung den Ball, weil ihn das unglaublich aufputschen würde. Und eine andere Sache ist noch, dass nicht jede Belohnung, die euer Hund normalerweise gut findet, in bestimmten Situationen funktioniert. Das heißt, Bruno mag streicheln und auch beim Rückruf findet er das toll. Aber wenn er jetzt zum Beispiel einem Hasen hinterherläuft und ich rufe ihn dann ab, dann würde ich, glaube ich, auch nicht streicheln. Dann würde ich echt mich mega freuen, richtig loben, was schmeißen als Alternative und ja, nicht einfach nur kommen lassen und ihn dreimal kraulen und sagen, hast du toll gemacht. Aber ich glaube, ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Es kommt immer auf die Situation an und was der Hund gerade geleistet hat. Also für so einen Sitz kriegt Bruno jetzt auch nicht mehr ein super Leckerchen in Form von einem Stück Käse oder so. Und dann ist ja immer noch die Frage, muss ich denn für immer ein Leckerchen geben für bestimmtes Verhalten? Und da, ja, weiß ich nicht. Da bin ich so, ich belohne gerne und ich belohne auch viel. Warum auch nicht? Wenn die Hunde was toll gemacht haben, können sie dafür auch eine Belohnung bekommen. Wie ihr das macht, müsst ihr natürlich selber wissen. Aber wenn ich mit Bruno ein neues Verhalten oder einen neuen Trick lerne, dann mache ich das wirklich, also bestimmt 3 Monate, dass ich immer, wenn er dieses neue Verhalten oder diesen neuen Trick zeigt, eine Belohnung gebe. Und dann könnt ihr das langsam anfangen abzubauen. Das heißt, es gibt nur noch jedes, ja, 2. Mal eine Belohnung dafür, nur noch jedes 4. Mal, nur noch jedes 10. Mal. Und im Grunde könntet ihr das dann auch komplett abbauen. Wie gesagt, ich mach's nicht. Warum? Wenn der Hund was toll gemacht hat, soll er das doch auch wissen und seine Belohnung bekommen. Aber ein Lobwort sollte auf jeden Fall immer drin sein, finde ich. Mich würde wahnsinnig interessieren, was du meinst, was für deinen Hund so die ultimative Belohnung ist. Vielleicht kann ich dann meine Belohnungsliste auch noch mal ein bisschen ausweiten. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Tschüss.